Tracheen sind kleine verzweigte Röhren, die bestimmte Tiere mit Luft versorgen können. Zu diesen Tieren gehören beispielsweise Insekten, Spinnentiere und wirbellose Tiere wie Raupen, Krebse, Skorpione oder Tausendfüßer. Diese Tiere besitzen an ihrer Körperoberfläche kleine Atemlöcher, sogenannte Stigmen. Über diese Stigmen gelangt die Luft in die Tracheen. Bei Bedarf können sie die Löcher auch verschließen, damit kein Schmutz ins Körperinnere gelangt. Meistens gibt es einen Hauptast im Tracheensystem, von dem sich viele kleine Äste abzweigen. Die größten Röhren sind durch zusätzliche Chitinringe verstärkt, um das Kollabieren des Tracheensystems zu verhindern. Chitin ist übrigens auch das Material, aus dem das Außenskelett von Insekten besteht. Die feinsten Verzweigungen heißen Tracheolen und können die Atemluft direkt zu den Körperzellen führen. Die Sauerstoffversorgung erfolgt dabei durch Diffusion. Zusätzlich zu all diesen Röhren gibt es aber auch stark erweiterte Tracheenabschnitte, die sogenannte Luftsäcke bilden. Diese Luftsäcke befinden sich vor allem in der Nähe von Organen mit einem hohen Sauerstoffbedarf. Bei kleinen Insekten reicht die Diffusion durch die Tracheen aus, um genügend Sauerstoff zu den Zellen zu transportieren und genügend Kohlenstoffdioxid wieder hinaus zu transportieren. Größere Insekten haben allerdings auch einen größeren Energiebedarf. Diesen können sie durch zusätzliche rhythmische Körperbewegungen decken. Schauen wir uns dafür einen Querschnitt von dem Hinterleib eines Insekts an. Wenn sich der Hinterleib aufbläht, wird die Außenluft angesaugt und gelangt durch die Stigmen in den Körper. Wird der Hinterleib anschließend wieder zusammengepresst, so kann Kohlenstoffdioxid hinausgedrückt werden. Dadurch, dass die Tracheen abwechselnd zusammengedrückt und geweitet werden, kann also die Ventilation verbessert werden. Fliegende Insekten benötigen beispielsweise 10 bis 200 Mal so viel Sauerstoff wie ruhende. Daher pumpen sie durch abwechselndes Kontrahieren und Entspannen ihrer Flugmuskulatur die Luft schneller durch ihr Tracheensystem. Ein Vorteil des Tracheensystems besteht darin, dass der Sauerstoff sehr schnell und mit wenig Energieaufwand in den Körper gelangen kann. Allerdings kann der Sauerstoff nicht über lange Strecken befördert werden. Je tiefer der Sauerstoff nämlich in das Gewebe eindringen muss, also je länger die Tracheen sind, desto schlechter funktioniert dieser Transport. Deshalb besitzen nur kleine Tiere ein derartiges Atmungssystem, bei denen sich das zu versorgende Gewebe nahe an ihrer Körperoberfläche befindet.